Jo Leute, willkommen zu Minecraft XPO. Heute nach der Folge im Amazonas mit dabei. Und jetzt habe ich einen schönen Overhead-Projektor. Mit dabei Fabian, Patti, Carsten, Masterion und... Wo war er? Hola. Hi. Servus. So, seid ihr ready? Ja, die machen wir jetzt fertig. Ja, jetzt können wir auch nehmen. Auf geht's. Erstmal zurückziehen. Kannst du mich gerade mit der Angel? Ja, oh. Ja, die sind noch da. Alles klar, meine lieben Freunde, ich geh da runter. Bam! Aber war das die letzte Mal mehr? Meine Punkte schon mal von Liscario. Ich werd schon keine Sorgen. Oder sind das so viele? Komm, ihr solltet da nicht so reinrennen. Ich hab's gesehen. Oh, oh. Ich hab noch 4 Herzen, ne? Oh, jetzt kommen sie alle angerannt hier. Lol, die springen aus dem Turm raus. Ups, ja, das ist mein Okay, schnell. Wie weit uns auch triggern, Alter. Oh mein Gott. Wie viele? Ich bin gleich tot, ich hab kein Ash mehr. Uff. Aber auch fast keins. Nein. Oh mein Gott, okay, schnell raus hier, Fabi, Bruder, muss richtig los. Nein, die machen wir fertig. Da ist ein Haus, da ist ein Haus. Nicht, wenn sie dich zuerst fertig machen. Ich brenne. Hilfe. Das Haus ist fast tot. Oh oh. Ich hab 3 Herzen. Alles muss raus. Nein. Oh mein Gott, Lascario. Bruder muss los. Ist was, schnell. Ist was. Ist doch was. Danke. 2 Herzen. 2 Herzen. Komm, lass uns hier einbauen, Alter. Jetzt müssen wir hoch. Bruder muss hoch. Bruder muss hoch. Wie war das bei Sonic, bei dem Animierten? Das angeblich ja auch. Bruder muss los. Ne? Ja, da geht's. Oh, krass. Okay, krass, jeder Etage, ja, machen wir. Warte. Wir machen das richtig springmeisterlich. Nee, richtig, so, ein bisschen weiter in die Mitte. Nee, 4 in die Mitte irgendwie. Boah, ich hab überlebt. So, jetzt in die nächste Etage. Nächste Etage unten, es muss noch verteilt werden. Hat noch jemand was Essen für mich? So, noch runter, nächste Etage runter, schnell, hier ist noch einer. Essen. Warte, ich kann noch mehr TNT platzieren, ich tu mal ein bisschen oben hin. Ich auch, hier. Ich mach mal TNT, und hier unten auch noch. So, ich hab TNT geplatziert und zwar jede Menge, viel Spaß. Do it! Noch nicht, ich hab noch mehr TNT. Okay Leute, get to the chopper if you wanna leave, ne? Waren sie? 3, 2, 1. Nein, noch nicht. Ich frag jetzt noch nach dem Essen. Carsten, bitte. Ja, warte. Ja, nee, mach schön. Mit Pfeil. Mach mit Pfeil, Lolo. Und jetzt schnell weg. 3, 2, 1, Lulu! Schieß! Schau auf! Das Spektakel an! Alter. Und der Villager stirbt auch noch da drunter. Nice. Ja, bei dir hat's geleckt. Ali bitte, ne? Mein Loot. Ja, Banner. Mein Holz. Fichtenholz, meins. Ein Banner. Mach mal ein bisschen Licht, ne? Kohle. Ne, Flint, lol. Hungry, ich brauch auch Essen. Das geht ja gar nicht. Der fackelt auch. Jetzt wieder alles ab, ey. Ja, ich mach Licht. Ich sparsam als fucking, Alter. Ich sag's Alter. Warum du auch immer dich einfach daneben gestellt hast. Weil du so richtig auf Ernst so mit Shield blockst. Okay, jetzt zurück, Leute. Yo. Einfach zum Spawn zurück, okay. Und dann geht's zum nächsten. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, Leute. Los, Carsten. Ja, 0-0, ne? Okay. Ich dachte, wir haben gerade 1-0 gemacht gegen die Pillager. LOL. Oder wurde ich gerade wegen... Nee, lass mich bleiben. Oh Gott, Allah. Ich weiß, wer hier kurz vorm gestorben wäre, ne? Wer hier kurz vorm gestorben wäre. Ach, Carsten. Ja, war ein langer Tag. Man muss ihm eine Auszeit gönnen. Das ist vor allen Dingen eigentlich gar keine Aussage. War ein langer Tag. So, als ob der Tag. Jeder Tag ist so, gleich lang. Ja, deswegen. Ja. Dann gibt's da so Schaltminuten, Alter. Dann geht's richtig ab. War ein langer Tag. Los. Sind das nicht eigentlich irgendwie so Schaltmillisekunden oder so, die es gibt tatsächlich das, ja. Gibt? Gibt das. Ja, aber das ist ja. Pilleball, oder? Bei Bielepole. Also, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt. 5 Millisekunden länger schlafen kann. Pass auf, jetzt kommt was ganz Deepes, okay? Pass auf. Wie viele Jahre
Ja. Wie viele Jahre haben wir eigentlich schon verloren oder, nee, eher verloren, glaube ich. Wie viele Jahre haben wir eigentlich schon verloren durch Sommerzeit und Winterzeit? Hä? Voll wie lieb, viele? Alter. Das ist voll durch Minecraft spielen. Wenn du jetzt, wenn du jetzt darüber nachdenkst, du verlierst ja einiges an Tageszeit jedes Jahr. Und jetzt überlegen sie ja, dass sie die Sommer- und Winterzeit... Du weißt, dass man die Uhr auch wieder zurückstellt. Ja, aber erst True, mit der Zeit. Guck mal, das ist ja das Diebe dran. Nein. Ja doch. Oh, das sind noch mehr Villager. Nice, Alter. Hä, ich check's nicht. Ja, okay, passt. Ich erklär's dir nach der Aufnahme. Das ist auch nicht zu geheim. Illuminaten, Alter. He's speaking the language of gods. Ja, Mann, Alter. I speak in the language of God. Wie heißt der in... so halb Deutsch, das muss reichen. Wie heißt der in Assassin's Creed, Connor. Origins? Na lol. Origins. Origin Omega, lol. Ja, na, Connor ist cool, aber ich mag... Mein Lieblingscharakter, by the way, ist... Wow. Edward Pepega. Kenway. Edward Kenway. Ich kenn nur Edward mit den Stonehänden und Edward der... Mit den Stonehänden? Mit den Stonehänden. Was? Stone? Ich hab was anderes verstanden. Ist das aber 18? Und einen anderen Edward kenne ich auch noch, aber ich hab grad vergessen, wie der mit dem Nachnamen heißt. Von Twilight. Heißt. Nee, von Fullmetal Alchemist. Also Twilight. Schreib's in die Kommentare, ich hab vergessen, wie der heißt. Du meinst der Typ, der sich gedacht hat, ach, Tochter und Haustier bezahlen ist so teuer. Lol, nee, das war der andere Typ. Erster am Spawn, Lul. Ich bin schon lange in meinem Haus, aber okay. Alles klar bei euch, Alter. Aber was beim Spawn? Ja. Natürlich, durch den Spawn durchgerannt. Durch die. Nee, stopp! Das ist eine Lüge. Durch die Bärenbüsche. Ich war erst bei meinem Spawn, denn mein Spawn ist auf meinem Bett. Was denn? Bist gestorben oder was? Voll Dieb, was? Alter. Nee! Ja, du bist so doof. Voll Dieb, Alter, ja. Nee, aber tiefe Conversations. Geht schon, Carsten. Hau mal was Deepes raus. Philosophische Questions, Alter. Oder irgendwas, was viele Leute triggert. Wenn, ja, was eigentlich mit deinem Haus? Okay, was Leute triggert, ab sofort atmet ihr manuell. Krass, Alter. Nice. Das ist tatsächlich immer ganz witzig. Ihr bemerkt nun eure Nase. Oh mein hier. Gott, Alter. Das Haus wird hier noch abgerissen. So richtig fies, Alter. Ihr habt eure Nase immer in eurem Blick. Oh nein, ich sehe alles doppelt. So, nächste Station, hoffentlich jetzt mit richtigen Koordinaten. Hauptsache letzte Folge, als ich den Ordner rausgepackt habe, sah man alle Let's Plays, die noch kommen. Lol, ihr könnt's auch wegschneiden, hallo. Das ist Carsten, der weiß sowas nicht, wie es geht. Oh, der Ordner ist auch drin. Okay, alles klar, muss ich rausschneiden. Das war der Rechnung-Ordner. Nee, das war der Edward plus 18 Ordner. So, Freunde der Sonne. Kennst du das nicht, deine Pornos im Ordner Rechnung? Ich hoffe. Hä? Hausaufgaben? Oder Steuerausgleich? Und der Ordner neues Hausaufgaben. Dokument 5. Real. Ja, der ist. Das sind Hausaufgaben, Alter. Ich hab's. Ey, was suchst du in Bobanos Kisten? Schatz, der hat vielleicht Holz. Oh mein Gott, Bobano, du hast mich ernsthaft im Dorf gehittet. Nee, hab ich nicht. Alter, Bruder muss ganz schnell los. Okay, Leute. Warte, ich mach das. Wo bist du, Pain? Komm her. So, folgen Sie mir. Warte. Bleib stehen. Hier lang müssen wir. Ich hab dich gehittet. Und jetzt gehst du nach unten. Es bringt nichts, weil die Hunde sitzen. Ja, aber die laufen jetzt quasi alle durch den Gang. Und, also hüpfen durch den Gang. Das ist der Joke da dran. Echt? Ja. Okay, warte. Ich hier nochmal. Nein. Hallo. Ne, die sind nicht mal aggro, okay. Die sind chillig, die Hunde. Der ja, Ehrenhund erst recht. Ne, die wissen einfach, ich mach Snap wie Thanos und dann sind sie weg. Aber ich hätte jetzt gesehen, es gibt dieses Trolley-Problem ja als Game mittlerweile, ne? Hä? Weil, wie komme ich jetzt da drauf? Ich hab, so ein Video gesehen, da haben die das gespielt. Das ist mega kompliziert tatsächlich. Was überhaupt, Alter?
Kennst du nicht das Trolley-Problem? Nö. Okay. Du hast einen Arbeit... Also ein Trolley läuft über Schienen. Was ist ein Trolley? Du hast einen Zug ohne Fahrer. Ach so. Ach so, ja. So, und er fährt quasi auf einem Arbeiter zu. Was du machen kannst, ist aber die Weiche stellen. Ja, und dann tötest du andere Leute. Dann tötest du auch fünf. So, stellst du die Weiche oder nicht? Er rast, glaube ich, auf fünf Leute zu. Und wenn du die Weiche umstellst, rast er nur auf einen zu. Machst du den Hebel oder nicht? Kommt drauf an, wer die fünf Leute sind. Ja, und dann gibt's eben verschiedene Konstellationen. So. Auf dem Gleis steht deine Mutter und nebenan ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, irgendwie sowas. Ja, Mutter gewinnt dann. Mensch, Donny, tschüss. Und da war tatsächlich... Ach nee, Donald, okay, ist mal wichtiger, nein, Spaß. Hä? Also ist das auf eine, ist da nur eine Schiene, lol. Hä? Seine Mutter ist Donald Trump, Alter. Wow, Alter. Nee, Spaß. Aber solche Sachen sind cool, ja genau. So, und dann war tatsächlich eine Situation, da war... Da gibt's ein Game von? Ja, so ein Kartenspiel. Uff. Nice, Alter. Und es gibt, und da war eine Konstellation, ein Hund, ein schlafender Hund und eine Katze liegen auf den Schienen. Ja. Und dann sahen sie mega süß aus auf den Schienen am Schlafen. Ich bin halt Katzentyp, also Katze überlebt. Nein, es waren ja beide auf den Schienen. Ach so, das heißt, jetzt beide oder wer andere? Oder wer andere? Ja, keine Ahnung, du selbst aus der Zukunft oder irgendwas, so ein Hiker. Kommt drauf an, ist ein Philosoph. Und dann hatte der gesagt, und dann war einer ein Philosoph, der mal Weltfrieden bringt. Und dann hatte tatsächlich, da muss man halt so einen Trolleyfahrer überzeugen, welche Schiene man nimmt, dass eben der Gegner umgefahren wird. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ja, die Wörter oder Sprüche von Philosophen werden eher weitergetragen, wenn sie tot sind. Ja, das stimmt auch sogar. Ja, ja, aber trotz allem, schon. Wow, Alter. Okay, ich mach uns... Achso, lol, ich hätte irgendwie mal uns sagen müssen, wo wir hingehen, ne? Dann hättet ihr euch vorbereiten können. Ja, erstens das und zweitens... Erstmal das und Koordinaten wäre auch nicht schlecht. Bezüglich dem Trolley-Problem, es ist halt... Bei mir ist es halt wirklich so, es ist ziemlich einfach für mich zu entscheiden, weil das alles einfach von Emotionen ausgeht. Also egal, wer das ist. Als ob nach Emotionen, als ob du nicht irgendwie rational daran gehst. Nee, Alter, fix nicht. Er braucht schon rational, Alter. Achso, man kann ja zwei rein. Ja. 80, du brauchst nicht so viele Boote machen. Ich mach keine Boote, ich mach Türen. Okay, pass auf. Damit ich dich rausschicken kann. Oh cool, nices Boot. Ciao. Carsten, komm rein. Okay, wohin? Ich warte noch auf Patrick. Wo denn? 80, 850. Carsten. Oder fahr du, Carsten. Gib mir mal ein Beispiel. Vom Trolley-Problem. Ich bin sogar. Also, fangen wir erstmal nochmal mit dem Einfachen an. Ja, ich sag dir dann ehrlich, was ich machen würde. Los geht's. Ja. Voraus. Zug fährt auf das Hauptgleis stehen fünf Leute. Auf dem Nebengleis steht einer. Sehr geil. Ja, es kommt drauf an, wer die fünf Leute sind und wer die eine Person ist. Arbeiter. Schienenarbeiter. Alles Schienenarbeiter. Okay, pass auf. Hi. Es gibt zwei Sachen, die ich machen würde. Nummer eins, ich würde gar nichts machen, weil sonst heißt, ich habe ermordet. Also sonst hast du sie sterben lassen. Ja, eben. Oder ich wäre schuld gewesen. Oder ich würde halt auf den Gleis mit einer Person gehen. Das ist rational. Weil ich die Leute nicht kenne, die auf dem Gleis sind. Das heißt, du würdest eine Person gegenüber fünf, ne? Ja, das ist halt rational gewesen. Nur Beispiel, wenn die eine Person meine Mutter wäre und auf dem anderen Gleis sind 500 Leute, nehme ich meine Mutter. Abweichung. So, er rast wieder auf fünf Leute zu. Aber diesmal gibt es keine Weiche oder so, sondern du stehst auf einer Brücke mit einem richtig fetten Typen. Und wenn du den... runterschubst, Alter. Ja. Hast du noch eins? Und wenn du den runterschubst, dann würde der auch den Trolley aufhalten. Schubst du ihn oder nicht? Wenn ich das ist ein Schiff. Also, wenn ich ihn nicht kenne, yo. Ja, schubst einfach jemanden runter in den Tod, ja. Liscario kennt da nix. Moment, aber nur, wenn ich fünf Leute kenne. So, Freunde der Sonne, jetzt fertig mit irgendwelchen irrationalen Entscheidungen und krassen Sachen. Nein, ich würde ihn, glaube ich, nicht schubsen, weil ich ja einfach dann vor allem, weißt du, was ich mache? Also ich meine, so auf gut Deutsch. Ah, scheiße. Ich würde mich dann selbst schuldig fühlen, da habe ich keinen Bock drauf. Perfekt. Es gibt Luft im Tempel. Ja.
Ja, ich hab Luft gemacht. Eine Kiste habe ich gelootet. Hä? Ich habe warum? Ja, nice. Da war Ertrinkst Kartoffel du vielleicht? Und Weizen Nein. drin. Irgendwas schießt mich ab, Alter. Ja, das sind die Wassertypen. Ich bin tot! Outstanding move. Den Schild hat noch nicht getan. Aber wo ist dieser Typ? Kann jemand bitte mein Zeug holen? Okay, wohin? Gerade jetzt war ja auch noch Türen in Kassel. Meine Punkte. Ja, hol dir nicht meine Punkte, aber hol wohin? Mein Zeug. Da hinten weiter. Ah, da. Uff. Carsten. Portest du mich? Alter. Uff. Ne. Ich geb dir die Cords. Carsten. Ich werde am Weg hin dort sterben. Bestimmt. Mich wäre schön gewesen. Ah ne, das zählt nicht, oder? Okay. Meine Banner. Es schwimmt hier alles einfach. Ja, setz mal schnell. Setz mal schnell, Tür. Ja, hier. Ich ertrinke auch. Scheiße. Ich werde vorhin geraped. Ich bin nicht ertrunken. Hey, yo. Ich bin gerade voll Damage. Von was? Einem Wächter. Ja, ich auch. Weiß. Outstanding Moves mal wieder hier. Kurz in dem Chat. Lass mein Stuff da liegen, hallo. Meine Punkte. Du brauchst eh keine Punkte, Alter. Dein Vater macht die ganze Zeit die Arbeit für dich. Lass ihn, gib mal kurz. Hallo. Hab ich schon in den Chat geschrieben. Bei 25.100 Dollar. Du wirst nicht 25 Euro spammen. Uff. Sehr schön, Alter. Ich sag hier oben einfach rum. Ja, kommt mir mal irgendeiner hier helfen? Bist du dir ich sicher, dass Rosenblatt es bloß bekommen. Ist, Carsten? Hä? Bist du sicher, dass es bloß ist, wo wir sind? Ja, bloß 255 ist es. Und so? Okay. Ja. Okay. 210 zu 1000. Hab mich doch noch nie vertan. In dieser Folge meinst du? Ja, okay, das stimmt. Fabi, soll ich echt nicht einen Stuff aufsammeln und irgendwie eine Kiste tun oder so? Ja, mach mal. Ja, geil, Alter! Ja, ich sterb gleich. Ach so. Also ich cutte definitiv, weil es ist so dunkel hier gerade, dass man nichts mehr sieht. Meine Dias! Hey. Die hab ich gar nicht mitgenommen. Ja doch, hast du. Oh, ich hab einen krassen Bogen bekommen. Temperatur, Stärke, 4, Haltbarkeit 3, so läuft das. Spaß, nee, ich hatte keinen Bogen. Hat jetzt jemand mein Zeug aufgesammelt oder ist es weg? Und wenn das keiner aufgesammelt hat, gehst du langsam weg. Nice. Bring vor allen Dingen Essen mit, bitte, Fabi. Ja, bin schon längst unterwegs. Also wenn es dann weg ist, dann... Kannst du ein bisschen Essen von mir nehmen, wenn du willst. Dann werde ich ein kleines Motivationsproblem haben. Ich habe ein bisschen was von dir aufgesammelt, aber nicht alles. Wenigstens meine ganzen enchanteten Sachen. Effizienz 5, Glück 3, Haltbarkeit 5. 3 meine ich, scheiße. 5 gibt's hier nicht, oder? Ja, ich 3 aber. Selbst wenn, die würde ich behalten. ja, Effizienz, Spitzhacke habe ich noch aufgesammelt. Was sollen wir denn von dir essen, Fabi? Kokosfrucht oder was? Brot. Hä, was ist das für ein Haus? Oh, ich weiß, wo ich bin. Kokosfrucht kannst du auch essen. MLG gemacht habe, Alter. Outstanding. Ja. Und seid schon fertig? Mit den Nerven, ja. Nein, nee, mit dem Unterwassertempo. Kann ich mehr sprinten, scheiße. Ich find dein Brot nein. nicht. Ey, was ist das hier für ein Haus, Alter? Fix den Boden nicht. Das ist das Haus, wo wir damals MLG gemacht haben. Ja. Ich glaube, ich bestelle mir jetzt gleich Chili con Carne, Alter. Gut, Hunger. Gut. Hab ich zwar gestern schon gemacht, aber egal. Kommst du überhaupt mal wieder ran? Ja, ey. Er portet mich ja nicht. Oh, da hast du. Ich nehme dir die Sweetberries aus deiner Schulkerbox, ne? Nein. Aber wisst ihr was? Ich habe eigentlich wieder voll Bock auf ein Modpack, Alter. Defense 2? Uff. Uff. Also, ist das ein Teaser? Vielleicht. Vielleicht. Nice. Daumen hoch, dass das nächste Modpack wird. Glocke und die Glocke aktivieren. Ja. Schreibt es in die Kommentare und aktiviert die Glocke ganz einfach. Genau. Für jeden 100. der die Glocke aktiviert, gibt es ein Modpack mehr auf dem Kanal. Kann man das überhaupt... Oh, kann man das eigentlich irgendwie nachschauen? Glocke aktiviert, ich glaube nicht.
bin mir nicht sicher. Wenn du die Fische kaputt machst mit einem Flammenschwert, diese Guardians, dann kriegst du auch geguckt Fisch. Aber weißt du, wie das andere YouTuber machen? Die machen zum Beispiel Gewinnspiele mit nur Leuten, die Glocke haben und so. Und verlangen halt dann ein Beweis-Screenshot, was man sowieso faken kann, weil dann macht man die Glocke an, Screenshot, Glocke aus. Für so eine Minute, ne? Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum man sowas macht. Ich meine, ja, okay. Klicks, Likes, Fame, geil. In der Reihenfolge? Klicks, Likes, Fame, geil. Follow for follow, das ist Influencer-Style. Hey, das könnte ein richtig geiles Lied sein, oder? Das ist ein Lied. Was? Nein, oder? Ja, doch. Deswegen ist es ja so geil. Von wem? Lass ein bisschen im Tempel. I butter the bread with butter oder so. Lass ein bisschen im Tempel. Butter the bread with butter? Wir können geh mal weg. Nach der Aufnahme kann ich mal zeigen. Follow for follow, das ist Influencer-Style. Lass ein bisschen im Tempel. Ja, ich versuch dort hinzukommen. Hallo, Klasse. Klicks for likes, ich unboxe meine Nikes. What? Lass ein bisschen im Tempel. Ich sag dir, das Lied ist tatsächlich Influencer-Style, aber die Krankheit meine ich, ne? Was? Was? Was ist mit Fabi? Bist du im Tempel? Ja, immer noch. Ich hab kaum Leben. Und in-game hast du wenig HP. Alter, was tummelt sich denn da vorne im Tempel? Achso, lol, der schwimmt nicht mehr. Patrick, hast du ein bisschen Essen für mich gerade? Ja, Sekunde. Ich mach mal hoch die Tür macht breit, ne? Was der nochmal auf? Hinter mir. Jo. Bei 25.100. Ich kann dich grad nicht mal angucken. Da ich bin gleich da. So schlimm ist es jetzt auch nicht mit ihm. Bitte? Ist runtergefallen. Nice. Hä, auf mich wird geschossen? Hast du welche bekommen? Ja, da gereicht. Ja. Musst du kurz regeln. Hä, von wo wurde ich beschossen? Wer macht da gerade? Ach, du machst den Druck kaputt. Kommt ihr eigentlich mal oder? Ja, ich komme sofort, ich muss kurz regen. Ja, Patrick, wir sind Mysterion. 30.000 von diesen Bobana. Ich schreibe den doch schon an, ja, hier. Wer hat mein Zeug? Ich hab dein Zeug, wo bist du denn schon? Oh, ich bin gleich wieder tot, Alter. Ja, ich schwimm zu euch, hallo! Ich seh dich noch nicht. Nein! Auf mich wird geschossen, Hilfe! Wo hast du meine Sachen hingetan, Carsten? Da ist eine Chest. Ah! Boah, das eine ein so hart an Defense, Alter, und es macht einfach so PTBS, wenn man diese Geräusche hört. Es ist so unglaublich. Was denn? Carsten hat Flashbacks. Leute, okay, wer hat jetzt mein Zeug? Ich. Fabi, hier kriegst du noch dein Brot wieder. Ich hab dich übrigens reingeschubst. Wer hat mich jetzt? Sag mal, ja, wo ist denn der kleine Ja. Patrick! Guck mal. Also ich hab keine Ahnung, wo die sind, ne? Du mal nachgucken lassen. So. Winke, Warte, Patrick. Warte, muss das ich hab eine Axt, eine Pickaxe. Das ist meine Schulterbox. Ich machte mir ein Sandwich. Kann ich das Holz haben? Ich hab Axt, Pickaxe, Schwert und Bier. Ja, hier, nimm du aus der Schulterbox raus. Alles klar, kannst du es mir irgendwie geben oder in eine Truhe, damit ich oder so. Kann ich sie einfach hinwerfen? Ich hoffe, ich fang's auf. Geht schon. Ja, wir werden sehen. Nein. Ja, hab's. Nächstes. Ja. Ja, das Boot hält's auf, nicht ich. Und letzte. Was? Wo ist mein Harnisch? Mein Harnisch war gecheatet, ich hatte Schutz 5 und... Und jetzt kommt Explosionsschutz 3 drauf, Alter. Hatte zwei Sachen drauf, ohne Spaß. Mann, Carsten, warum hast du sie platziert? Jetzt kann ich sie nicht abbauen. Carsten, meine Sachen sind weg. Ich hab den Boss gefunden. Töte ihn. Hör auf! Nein. Wie lange geht die erste Folge? 30 Minuten oder so, ne? Zu lang. Kann sein, ne? Um den Dreh. Ja, dann Liscario, mach mal die Abmod. 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 Ja. Wow. Okay, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Ich hab mein Zeug verloren. So traurig. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und wie Carsten schon immer gesagt hat. Daumen hoch, abonnieren, Glocke an. Ciao! 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 Ciao.